Ja, meine lieben Freunde, es ist schon wieder soweit. Wir sind wieder live auf Twitch. Heute werden Missionen gemacht. Das heißt, wir werden uns heute mal alles angucken, was der Server so zu bieten hat. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen werden. Vielleicht werden wir das auch ein bisschen aufsplitten auf Freitag, Samstag, Sonntag, jeweils zu den Abendstunden. Und ich denke, wir werden heute am Freitag mit den Quests anfangen. Was haben wir für einen Questgeber? Wo finden wir den Questgeber? Was stellt er uns überhaupt zur Verfügung? Das ganze System ist natürlich noch auf Englisch geschrieben. Ich werde das Ganze natürlich noch eindeutschen. Das heißt, es wird alles einmal übersetzt, damit das alles ein bisschen einfacher ist für die Leute, die nicht so gutes Englisch können. Ja, ansonsten Questgeber, Missionen, Patrouillen. Wir haben Luftabwürfe und wir haben natürlich Heliabstürze, wir haben vergiftete Zonen, wir haben jetzt auch aktuell nicht nur die offiziellen Händler, die auch auf den Karten angezeigt werden, wir haben inoffiziell Tierkadaverhändler, Fellhändler, wir haben noch einen Schwarzmarkthändler, die sind erstmal so nicht einsichtig auf der Karte platziert worden. Ne? Also hier an dieser Stelle schon mal viel Spaß beim Suchen. Ansonsten natürlich schaut einfach auf Twitch oder auf YouTube immer mal hin und wieder vorbei. Wir sind auch random live oder es gibt auch random einfach mal Tutorials, Infovideos. Und das Belohnungssystem startet ja jetzt alle wichtigen Infos. Leider komme ich zeitlich immer nicht ganz hinterher, weil Server aufsetzen, überarbeiten, alles so anpassen, wie man es haben möchte. Dann gibt es noch Probleme, dann gibt es Fehler, das muss korrigiert werden. Und ihr wisst ja, ich mache das alles nur nebenbei, aber ich gebe mir definitiv Mühe und arbeite daran. Das heißt aber immer noch, dass das natürlich alles ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, als jemand, der den ganzen Tag zu Hause sitzen kann und das natürlich einfach so mir nichts, dir nichts umsetzt. Viele wichtige Informationen findest du schon mit der Taste B hier auf diesem Server. Da geht nämlich das Buch auf. Du hast auf der rechten Seite in dem Buch gewisse Informationen, die du hoch und runter scrollen kannst. Das gilt natürlich auch für die linke Seite. Wichtig ist, dass die Mausarbeit direkt auf dieser Buchseite ist. Es ist nicht gleich erkennbar, dass es scrollbar ist, dass du die Texte von oben nach unten scrollen kannst. Deswegen hier nochmal der kleine Tipp. Ne? Wenn du Taste B drückst, du kannst die Texte, wenn es dann größere und längere Texte sind, hoch und runter scrollen. Wir haben das Regelwerk schon ein bisschen überarbeitet. Ich bin absolut kein Fan von Regeln, aber um gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen, eine harmonische Gemeinschaft, müssen wir uns halt an ein paar Dinge halten. Es sind wenige, aber wir müssen uns so ein bisschen daran halten, damit wir auch alle weiterhin viel, viel Spielspaß hier haben, nicht überflüssig viele Mods und natürlich auch keine Performance-Einbrüche. Das ist mit das Wichtigste. Aus diesem Grunde ist dieser Server auch mit einem Maximalping von 500 eingestellt, was ich persönlich finde schon sehr viel. Aber jeder, der über diesen Ping kommt, wird automatisch vom Server gekickt. Irgendwie müssen wir ja die Performance halten. Das Expansion Pack ist ja schon groß genug und frisst natürlich auch ein bisschen Performance. Ansonsten wünsche ich uns allen, nicht nur heute Abend, sondern an diesem gesamten Wochenende abends viel Spaß. Und wie gesagt, schaut einfach rein und wenn ihr keinen Livestream mehr verpassen wollt, dann followt uns bei Twitch. Wenn ihr die Tutorials interessant findet und ihr damit euren Server aufbauen könnt, dann folgt uns auf YouTube. Und wenn ihr Randinformationen zu gewissen Events, Aktionen auf dem Game-Server und auch vielleicht drumherum erfahren wollt, dann solltet ihr uns auf allen Social-Media-Plattformen folgen. Somit verpasst ihr dann keine wichtigen Informationen mehr. Danke fürs Einschalten und bis nachher im Livestream.